Heute ist Donnerstag, der 11. April 2019, ein zumindest aus völkerrechtsgeschichtlicher Sicht ein doch zu einem gewissen Anteil historisches Datum. Warum? Weil vor wenigen Stunden der Australier und WikiLeaks-Gründer Julian Assange in der Botschaft von Ecuador in London festgenommen wurde. Es war einer der längsten Fälle von sogenannten Botschaftsasyl. Er war ja dort bereits seit 2012. Nicht aber der längste, das war der von Kardinal Mindszenty. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, der nach dem Niederschlagen des ungarischen Volksaufstands 1956 durch die Sowjetunion in die US-amerikanische Botschaft in Budapest geflohen ist und dort bis 1971 verweilt ist. Dann hat er sich ins Exil in Wien begeben. Genauer gesagt, ein Priesterseminar im 9. Bezirk in der Boltzmanngasse, gleich in der Nähe der US-Botschaft in Wien. Völkerrechtlich war der Fall von Assange insofern spannend, weil er einerseits sich zwar dort aufhalten konnte, es dürfte nicht allzu gemütlich gewesen sein, aber er gleichzeitig auch nicht ausreisen konnte. Wir wissen ja, Botschaften, sie sind zwar nicht ausländisches Staatsgebiet, das gleich vorweg, das ist ein häufiges Missverständnis. Botschaften sind trotzdem Teil des Staatsgebiets, auf dem sie sich befinden, aber sie dürfen nicht betreten werden, beziehungsweise nur mit Zustimmung des Botschafters, beziehungsweise des jeweiligen Staates betreten werden. Gleichzeitig, damit war er zwar sicher, eben sogenanntes Botschaftsasyl, könnte man sagen, oder diplomatisches Asyl, Assange war zwar sicher, geschützt vom Zugriff der britischen Behörden, aber er konnte auch nicht ausreisen. Also sobald er einen Fuß außerhalb der Botschaft gesetzt hätte, hätte man ihn wohl festgenommen und in weiterer Folge auch ausgeliefert. Ecuador hat alle möglichen juristischen Tricks oder Kniffe versucht, um ihn vielleicht doch außer Landes zu bekommen, hat ihn zum Staatsbürger gemacht und dann später zum Diplomaten, um ihm eben diplomatische Immunität zusichern zu können, damit er freies Geleit hat, also das Land ohne Probleme, also Großbritannien ohne Probleme verlassen kann. Das wurde aber von der britischen Regierung nicht akzeptiert, beziehungsweise als rechtsmissbräuchliche Anwendung des Diplomatenrechts verstanden. Auch spannend daran ist, dass ein sogenanntes diplomatisches Asyl kein genuines Asyl ist, wie man es in der Genfer Flüchtlingskonvention findet, und es sich allenfalls um regionales Völkergewohnheitsrecht in Lateinamerika handelt, aber selbst das ist umstritten. Naja, der Fall ist jetzt jedenfalls zu seinem vorläufigen Ende gekommen. Wie gesagt, die Londoner Polizei durfte mit Einverständnis des ecuadorianischen Botschafters die Botschaft betreten, ihn dort festnehmen. Was jetzt passiert, wird auch weiter interessant zu verfolgen sein. Aber jedenfalls die Saga rund um die Immunität bzw. die Unverletzlichkeit der Botschaft ist an ihr vorläufiges Ende gekommen.